kann es ein bisschen mehr vom Lipgloss sein. Da war da. Alter, das mach ich nicht. Das Leben von Egg übernehmen meiner Schwester. Sie ist nicht da. Keine Ahnung, wo sie ist. Also, wenn ihr sie spottet, schickt sie mir auf Instagram. Sigma.cool. Leute, ich habe richtig Angst. Ihr wisst ja, wie verrückt Egg ist. Und ihr Leben ist auch nicht so das Normalste. Ob das so gut enden wird, Leute, werden wir sehen. Was ist der erste Step, den ich machen muss? Bestimmt Outfit ändern, oder? Das wird ein komplettes Outfit sein über den Tag, damit wir so spazieren gehen mit Mercedes, den Tag genießen, viel Spaß in meinem Leben und mach nichts falsch, sonst wirst du verflucht. Da ich diese Hausschuhe mitnehmen werde, bekommst du natürlich ein anderes Egg-Spezial, und zwar diese flauschigen Hausschuhe. Jetzt sind die echt eggreif, Alter. Wow. Kein Wunder, dass ich Lungenprobleme... Ich habe voll oft darüber nachgedacht, ob meine Lunge vielleicht mit Babypuder voll ist. Du musst den ganzen Tag wie ein Egg denken. Sei ein Egg. Denke wie ein Egg. Fühle wie ein Egg. Esse, trinke wie ein Egg. Du bist ich, nicht du. Digga, noch nie so ein Müll gehört, Alter. Ey, auf dem Video sieht die voll kacke aus. Boah, Leute, Digga, das stinkt so abartig. Wie soll ich? Ich gehe damit niemals raus. Anja geht auch nicht raus. Sie soll nicht lügen, Digga. Ich schwöre, die geben mir direkt die ekligste Hose, die besitzt, Mann. So widerlich, diese Hose, Alter. Ihr seid, könnt froh sein, dass ihr nicht darin steckt, gerade eben, gell? Wir putzen jetzt Zähne. Er hat das zwar gar nicht erwähnt im Video, Leute, aber sie macht es. Aber nur morgens. Nicht abends, nur morgens putzt sie Zähne. Und zwar so. Nur vorne, hinten nicht, Leute. Ich schwöre, ich will mich gar nicht in das Bett legen. Das sieht aus, als hätte sie reingekackt. Digga. Ich glaube, im nächsten Teil wird es irgendwas von Essen reden, Leute, oder dass ich Zimmer aufräumen soll. Ganz, ganz, ganz wichtig. Du musst mindestens 12 Stunden schlafen. Du darfst vor diesen 12 Stunden nicht aufstehen. Und du musst in diesem ekligen Zinksalbe Fettkissen schlafen. Riecht dann mein Körperfett. Da werden noch Selbstbrennerflecken kommen, ganz viele andere Flecken. Also, Leute, ich darf mich jetzt nur das Kackerbett legen. Leute, ich hatte insgesamt nur 5 Stunden Schlaf. Das bedeutet, wir sehen uns dann in 7 Stunden wieder. Also, ich glaube, ich sterbe gerade eben. Leute, ihr bist so dreckig und es stinkt und es ist so widerlich. Man fühlt sich so eingeengt hier. Alter, Leute, ich muss direkt anfangen zu husten. Mein Hals juckt und meine Augen tränen. Siehst du das? Diese Tränen. Oh ja. Du musst dich an den Haaren verschlucken. Das ist ein Ritual. Du stehst nicht auf, ganz normal, um Gottes Willen. Dein Wecker klingelt. Ich bin so krank, Alter. Was? Es ist schon 15 Uhr? Genau so macht's immer. Gott, meine Augen tränen, Leute. Das Mädchen an sich ist... Mir war schon klar, dass sie nicht die hellste ist. Aber dass sie so abgesifft ist, Alter. Ich hätte niemals gedacht. Du musst aufstehen. Oh, mir ist so schwindelig. Mercedes! Wie ein Vampir greifst du die Cola-Flasche und eckst sie für deinen Kreislauf und für dein Leben weg. Und genau solche Rübser möchte ich von dir hören. Oh, mein Bauch. Und da kam gerade mein Döner fast aus, Alter. Alter. Ich rübs nicht mal so, wenn ich 1000 Colas getrunken habe, Alter. Boah. Ich schwöre, alles kein Wunder, dass sie keinen Freund hat, gell? Bei Gott, mich wundert Gramm nichts, Leute. Ich wollte immer eng verkuppeln mit anderen Leuten, gell? Jetzt wundert es mich nicht, dass keiner sie möchte. So, wenn sie mehr kennenlernt, entgegne einfach. Oh nein, mein Kreislauf. Ich brauche meine Cola. Mercedes, was soll ich tun? Trink Cola. War gut, gell? Nein!
trotzdem. Ich fühle Schmerzen. Mein Bauch tut weh. Dagmara, wirst du nur hier? Den Schuss voll safe. Egal wie schlecht es mir geht, mir ist immer wichtig, dass du gut aussiehst. Ich muss kotzen. Du machst dir nichts für Frühstück. Du bestellst bei Maggis oder Domino's am Morgen. Nichts anderes. Zwei Cheeseburger mit einer großen Pommes und eine fette Cola. Und für Mercedes auch noch eine kleine Cola. Ohne Gurke, ja. Und die kleine Cola lässt du übrig. 3 Tage lang. Egg ist kein Mensch. Kein Mensch isst Cheeseburger ohne Gürkchen. Alter, also Leute, ich soll jetzt blechen für das Ganze, soll die Cola stehen lassen, bis die Alte wiederkommt in 3 Tagen. In 3 Tagen kommt die erst wieder. Ihr habt nichts Geiles, was euch erwartet. Kein Crunch oder sonst was. Alles schmeckt gleich. Der ganze Burger schmeckt gleich, weil da keine Gurken drin sind. Und dann gehst du zu deiner Tochter. Mercedes. Na, mein Bubba? Na, mein Bubba? Nachdem du aufgestanden bist, gehst du erstmal mit ihr spazieren. Du weißt, wo du mit ihr spazieren gehst, wo sie sich am wohlsten fühlt. Digga, niemals. Ich glaub, Digga, Leute, existiert eh nicht. Ich glaube nicht, wie dieses komische Kind da, Alter. So lange. Mercedes? Ich küsse sie nicht. Ich kann sie nicht küssen, Inga. Ich habe schon mit Egg Lipliner geteilt, ob Herpes bekommen, gell? Meine kleine süße Maus. Du bist eigentlich ein Junge, ich weiß. Aber egal. Komm, wir gehen raus. Ich gehe nicht mit der zu Mercedes, gell? Muss ich kurz sagen. Ich gehe jetzt wieder kurz auf den Balkon. Muss der reichen. Ihr denkt, dass Egg nur in Videos ist. Sie ist privat genauso. Manchmal man hört sie reden, wie sie mit dem komischen Kind hier redet, Alter. Oder wie die irgendwie mit sich selber redet. Oder einfach Klavier spielt oder Gitarre und singt. Und ihr denkt, ich mache Spaß. Aber ich meine, das ist so ernst. Mercedes im Dschungel. Ich bin so geistig krank, gell? Mercedes, willst du mit der Erde spielen, ja? Beantworte bitte diese Frage. Wärt ihr bereit dazu, einen Tag lang so zu leben wie Egg? Denkt ihr, würdet das wirklich schaffen? Ihr wisst, ich habe hohe Nerven, Leute, aber das hier ist Endgegner. Schreibt ihr jetzt Hashtag ja oder nein in die Kommentare, ob ihr das hier schaffen werdet, in so einem Bett zu liegen. Dann guckst du auf dein Handy, oh mein Gott, Leute. Mein Crush hat mir geschrieben. Eigentlich hat er mir geschrieben, dass er mich hasst, aber ist egal, Leute, das ist ein gutes Zeichen. Er weiß, dass ich existiere. Du weißt, du schminkst dich gerne mit Lipgloss. Machen wir auch. Aber manchmal kann es ein bisschen mehr vom Lipgloss sein. Da war da. Oh Gott, das hat nicht geplant, das hat nicht geplant. Ess leckeren Lipgloss, nicht mit Haaren. Alter, das mach ich nicht. Und ich hoffe, alles hat ein bisschen was von Eggspeicher geschmeckt. Wo ist das Vorderteil von meinem Mikrofon? Wer hat mich ausgeraubt? Inga, so kann meine Bäume nicht funktionieren. Manchmal wird es doch jemand anderes sein. Und zwar die Chefin von den 4Eggs. Ich komponiere gerade einen neuen Song. Und ich will auch neue Beats von dir hören. Escobosa! Escobosa Roja! Ecoboy! Ich kann das alles nicht mehr. Oh Gott, ich kann das alles nicht. Weiß ich. Aber jetzt hat meine Therapiestunden danach. Singst du, man erlebt es ja selber jeden Tag, Leute, mit Egg, was sie so macht und alles. Aber wenn man das nochmal so sieht, ne, so kurz Zusammenfassung, Alter, da kriegt man nochmal richtig, richtig Gänsehaut, Alter. Die ist psychisch nicht normal. Die riechen so nach Fett und Öl, Alter. Ex-Wörter machen keinen Sinn, was sie redet, Leute. Das ist einfach irgendein Müll noch, was. Du musst die Tasche des Staubes putzen, ausmisten, den ganzen Staub wegmachen, dass wenn ich komme, alles clean, picobello ist, Leute. Ich will, dass diese Tasche aussieht wie neu, weil einmal könnt ihr raten, ich möchte die Tasche dann auf Ebay verkaufen. Ihr wisst schon, ein paar Leute abziehen und so. Also Leute, das werde ich zu 1000 Millionen % nicht machen, weil Egg hätte das auch niemals getan. Aber ich werde eine Tasche nach Geld suchen. Hier ist bestimmt Schuldenbrief. Nein, die hat eine neue Stelle gefunden. Oh. Oh.
Oh Leute, ich wollte sagen, die sollen meine Schulden ausmisten, aber... Alter, Falter. Gut, das machen wir jetzt kurz, Leute, mich kurz reinschnuppern. Falter. Alter, hier sind ja auch welche. Oh mein Gott. Nett, ihr Ernst, Alter. Die hat 3 Mahnungen von Klarna bekommen, Leute. Und dann nochmal 2 Mahnungen vom Inkasso. Was? Für eine volle, große und straffe Brust. Leute, wir ziehen jetzt diese Kapseln, um zu gucken, ob da noch 90 Stück drin sind. Weil, wenn nicht, hat irgendwelche wirklich davon genommen. 73 Stück, Leute. Wir haben gezählt. Guckt hier runter. Guck. Das sind 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73. Alter, die Alte hat wirklich davon ein paar geschluckt, Leute. Digga, der Alten geht's gar nicht gut. Du weißt, dass du oft einen Darmbart hast. Ich weiß, du willst nicht zugeben. Und dass du ziemlich, ziemlich behaart bist und dich nicht im Gesicht rasierst. Deswegen, du musst es tun. Ich gebe dir ein Tutorial. Hier sind deine Koteletten. Die rasierst du ab. Ja, so machst du das halt. Oh nein, die sieht aus wie ein Werwolf. Also erstens, Leute, ich rasiere mich nicht im Gesicht richtig. Ich waxe mich. Im Gesicht. Ich habe mir ein frisches Ex-Zimmer genommen, Leute. Und ich will kurz sagen, ich werde meine Koteletten nicht abschneiden. Ich habe einmal meine Koteletten abgemacht, Leute. Und danach sah ich aus wie ein sehr alter Mann. Oh Gott, die hat recht. Ich habe ein bisschen Darmbart bekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meinen Bart in einem Video wegmache, Alter. Hallo? Ah, Leute, die schlafen. Das sind normalerweise Kakerlaken und ich glaube, die schlafen, weil es ist schon ziemlich spät. Aber ich bitte dich oder du musst diese Puderecke bitte gründlich abputzen. Weil oft kommen da Kakerlaken raus aus unerwarteten Ecken und die begrüßen einen in den schlimmsten Momenten. Letztens, ich habe mich geschminkt vor ein paar Monaten, auf einmal, da war eine Kakerlake. Ich dachte mir so vom... Ja, aber das ist doch nur eine... Alter, für die wunderschöne Ecke, Leute, benutzen wir die teuren Garnier Reinigungstücher. Leute, die Ecke stinkt, sobald man die putzt. Riechst du's? Was sind das denn für Flecken? Ich muss kurz hell sein. Kommt mal rüber, wir müssen kurz mit Sunny ein Gespräch führen. Was findest du gut in Ex-Zimmer? Nix, gell? Dann geh da bitte nicht mehr hin, okay? Diese Tabletten haben richtig gestunken. Erstens, zweitens hat Ecke diese Tabletten genommen und drittens, Leute, nachdem ich dort geputzt habe, hat es richtig angefangen zu waven. Bedeutet, jetzt weiß ich, ob Ecke geputzt. Dann gehst du wieder ins Bettchen. Aber du gehst nicht mit deinem Outfit ins Bett, sondern du ziehst diesen sexy Pyjama hier an. Und darfst ihn dann anziehen. Leute, die Hose, wow. Das Oberteil hat ein bisschen Ausschnitt, aber es ist was Hottes für dich. Digga, ich zieh diese Hose nicht an. Wir bleiben hier ein bisschen bedeckt, aber das Oberteil hat so viel erlebt, gell. Da sind so eklige Flecken. Diese, ich dachte wirklich, ich zieh so einen Ausschnitt an, Alter. Leute, ich tue mich in diese Decke wickeln, vielleicht schützt sie mich vor Ex. Krankheit. Ey, ich bekomme bestimmt Krankheiten. Nicht einatmen. Und hier kommt dein Rezept, was du essen musst. 2 Scheiben Toast. Egal welcher Toast, du kannst auch frische nehmen. Ich bin mal nett. Mayo. Käse. Also dieser Scheibenkäse. Mayo. Schokobon. Ketchup. Und Toast. Und zum Trinken trinkst du eine Cola. Dann kann man das alles gut verdauen. Ich akzeptiere Egg, okay? Aber sie ist ein bisschen normal. Was? Ich werde sie gut reden gerade eben. Ich hoffe, alles hat gerade mein Bestes versucht. Wenn sie in diesem Video mit dem Mädchen unterm Bett redet, gäbe mir ein Problem. Du hast heute vieles gemacht und jetzt brauchst du dein... Oh Gott, ich habe gesagt, scheiße, komm nicht rein. Oh Gott. Nein, Inga, bitte, es kommt nicht rein. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Okay. Und dann, du hast sehr, sehr vieles heute gemacht, dann brauchst du deine innere Ruhe. Hallo Mädchen, hinterm Bett. Hallo, bist du da? Ich weiß nicht, warum das immer passiert.